Hallo und einen schönen guten Abend, liebe Fördermitglieder, liebe Hallo Meinung-Freunde. Wir hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und ihr mit den besonderen Umständen, die uns zurzeit begleiten, einigermaßen zurechtkommt. Ja, von mir ein paar kleine Infos. Hallo Meinung wächst ja täglich. Wir haben einen unheimlich starken Zulauf, vor allen Dingen bei den Kommentaren, haben wir festgestellt. Es ist so, dass teilweise eine besondere Schärfe in den Kommentaren reinkommt, dass man rauslesen kann, dass man versucht, Hallo Meinung ein bisschen zu sabotieren. Wir sind eine gemeinnützige Gesellschaft. Wir stehen für Demokratie und Meinungsfreiheit. Und wir möchten, dass unsere bürgerlichen Rechte wiederhergestellt bzw. erhalten bleiben. Diese Menschen möchten nichts davon, sondern sie möchten lediglich Hallo Meinung sabotieren und möchten alles in Frage stellen. Das immer wieder. Man kann selbstverständlich was in Frage stellen, man muss nicht unserer Meinung sein. Aber wenn man immer wieder versucht, etwas schlecht zu reden, dass man immer nur hetzt und beleidigt, dann werden diese Menschen auf unseren Seiten oder von unseren Seiten von uns entfernt. Und da sind wir auch mittlerweile recht schnell dabei, wenn uns jemand immer wieder auffällt. Ihr braucht dann auch keine E-Mail zu schreiben, weil wer bei uns einmal gesperrt ist, der bleibt auch gesperrt. So viel dazu. Das ist unser gutes Recht, das sind unsere Seiten und wer da nicht bei sein möchte, muss das nicht. Also bitte seid nett und geht freundlich miteinander um, weil wir beleidigen auch niemanden. Ja, so viel dazu. Jetzt ein besonderes Dankeschön an alle, die dieses Rad am Laufen halten. Da sind unsere Lkw-Fahrer, die Tag und Nacht unterwegs sind, Raststätten, die auf Raststätten halten müssen oder halten, wo es keine Restaurants gibt, wo sie nicht mal eben einen Kaffee oder irgendeine kleine Mahlzeit bekommen. Sie finden Sanitäranlagen vor, die teilweise wirklich unterste Schublade sind. Wir haben Fotos geschickt bekommen. Das sind einfach unzumutbare Zustände, die da teilweise herrschen. Und es kann nicht sein, dass die Toiletten jetzt zwar öffentlich zugänglich sind, ohne dass man sie zahlen muss, aber dass dann die Sauberkeit wirklich auf der Strecke bleibt. Teilweise keine Desinfektionsmittel, keine Seifen da sind. Das sind so keine Zustände, vor allen Dingen nicht in diesen Zeiten. Und es wird den Menschen, die so viel für uns tun, einfach nicht gerecht. Also das ist, da sollten sich die Herrschaften, die dafür zuständig sind, bitte drum kümmern. Ja, also ein Dankeschön an euch alle. Ein großes Dankeschön auch an alle, die in den Supermärkten arbeiten, in den Apotheken, in den Drogeriemärkten, an den Tankstellen, in den Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, bei Ärzten. Ihr alle seid die Helden unserer Zeit. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Mittlerweile gibt es sogar unser Lieblingsrestaurant, was die Möglichkeit eingerichtet hat, wo wir unsere Mahlzeiten, unser Lieblingsessen abholen können oder liefern lassen können. Auch an euch ein ganz großes Dankeschön, weil ihr haltet das Rad am Laufenden und vor allen Dingen gibt ihr uns ein Stück Normalität damit zurück. Also herzliches Dankeschön. Wir hoffen, dass ihr ein paar besinnliche und ruhige Ostertage verbringen könnt, dass ihr die Möglichkeit habt, mit euren Lieben zu skypen oder FaceTime zu machen, dass ihr euch wenigstens einen Brief schreibt. Und wir wissen von all den Menschen, die gerade sehr einsam sind, weil ihre Kinder sie nicht zu Ostern besuchen können, wo man sich das ganze Jahr drauf freut. Und es ist eine besonders schwierige Zeit. Bitte haltet durch. Wir hoffen, dass wir die ganze Sache bald überstanden haben und wir unsere freiheitlichen Rechte zurückbekommen. Wir werden gemeinsam dafür sorgen und kämpfen, dass wir diese zurückerhalten. Bitte passt gut auf euch auf. Das war's von mir. Messenger-Nachrichten und E-Mails werden von, jetzt lasst mich nicht lügen, morgen ist Feiertag, da werden keine E-Mails und Messenger-Nachrichten beantwortet, dann erst wieder am Dienstag, den 14. April 2020 ab 8 Uhr und dann bis Freitag um 17 Uhr. An den Wochenenden, wisst ihr, werden wir keine E-Mail-Nachrichten und Messenger-Nachrichten beantworten. Diese können wir leider auch im Nachtrag nicht beantworten. Also passt auf euch auf, habt schöne Ostern, bis bald. Euer Team von Hallo Meinung.